Druckabfall im Flugzeug, Kampf um Sauerstoff. Und es kann zum Kampf kommen, denn man hat nur wenige Minuten Zeit, um überhaupt zu überleben. Und wenn man dann die Maske auf der Nase drauf hat, dann hat man nur maximal 12 Minuten Sauerstoff. Und jetzt kommt noch der Wahnsinn. Das ist kein richtiger Sauerstoff, sondern das sind Chemikalien. Barumperoxid, was für Feuerwerkskörper verwendet wird. Oder Chemikalien wie Natriumchlorat, ein Unkrautvernichter. Sowie Kaliumchlorat, ein Salz, was zur Verbindung mit Wasser und Herstellung von Streichhölzern benutzt wird. Also auch noch ungesund. Wir werden vergiftet und könnten auch noch sterben. Und das an Bord.